Willkommen zurück, Leute, zu The Book of Unwritten Tales. Mit hier unserem kleinen Bilbur, den wir noch gar nicht so gut kennen. Und der hier den Kellermeister irgendwie als Chef hat. Und ja, jetzt sollen wir was eigentlich machen? Er testet ja da fröhlich sein Bier. Genau, wir sollten uns um die Ratten kümmern. Dann gucken Eine wir uns mal die Kisten an. Die muss geliefert worden sein, als ich gefegt habe. Bilbo ist ja anscheinend auch sehr Fantasy-begeistert. Irgendwie meinte der ja zuletzt hier der Kellermeister. Ja, was warst du denn diesmal? Das ist der Lieblingsplatz des Kellermeisters. Dort ruht er sich abends gern aus. Das ist eine Landkarte. Die besten Kneipen des Landes steht drauf. Sie zeigt das Gebiet von unserem schönen Weißkammgebirge bis hinunter zum Meer, an dessen Küste die Menschen leben. Okay. Ach, schön mit der Musik hier. So, betrachte das Rattenloch. Das scheint das Rattenloch zu sein, in dem der Nager seine Beutezüge plant. Sehr offensichtlich. Die Ratte hat sich durch das Holz gefressen. Da hängt noch etwas Fell an einem Splitter. Das nehme ich mit. Ach, er nimmt das Fell mit? Okay. Okay, wir haben ein bisschen Rattenfell. Solange die Ratte dort im Loch ist, greife ich da garantiert nicht rein. Okay. Die Zwerge sind hervorragende Steinmetze. Der Kamin ist Beweis dafür. Ich weiß gar nicht, was Bilbo jetzt ist. Ist das ein Gnom? Ist das ein Kobold? Also er ist auf jeden Fall ein Zwerg. Okay. Da können wir raus. Wenn die Ratte da ist... Eine diebische Ratte. Verschlagen und gefährlich. Sie flüchtet immer in ihr Loch, sobald ich ihr zu nahe komme. Das kriegen wir schon hin. So, dann geht die jetzt wieder rein. Okay. Wir gehen erstmal da durch. Gucken mal, was wir da noch so finden. Denn irgendwie müssen wir ja eine Falle bauen. Oder so. In diesen Kesseln wird Bier gemacht, sagt der Kellermeister. Das ist seine private Anlage. Die richtige steht unten im Keller. Okay. Ja, da hat er wohl was drauf. Betrachte den Kochtopf. Ein alter, ziemlich dreckiger Kochtopf. Hm. Oh, da kann man was nehmen. Den ganzen Kochtopf kann man nehmen. Ja, mutierter Schleim. Vielleicht hätte ich den Rest Schokopudding doch wegkippen sollen. Mhm. Ein Haufen dreckiges Geschirr. Je länger die anderen Zwerge schon weg sind, desto weniger kümmert sich der Kellermeister um solche Dinge. Ich würde den Kellermeister ja darauf hinweisen, aber am Ende soll ich es dann noch abwaschen. Oh ja, das Problem kenne ich. Ich bin sehr abwaschfaul. Ich glaube, das ist so etwas, was ich mir wünsche, wenn ich meine größere Küche habe. Das ist definitiv eine Spülmaschine. Andere Sachen gehen, aber abwaschen macht nicht so Spaß. Mit dieser Pumpe kann Wasser aus den Tiefen des Berges hochgepumpt werden. Ich würde allerdings nicht darauf wetten, dass sie noch funktioniert. Man kann es ja so mal probieren. Ich mir das vorgestellt. Kaputt. Man kann es ja Zwerge mal probieren. Die Zwerge haben eine Menge Arbeit vor sich, wenn sie zurückkommen. Wenn sie zurückkommen. Mhm. Ich nenne es Geschichte der Zwergennahrung. Die letzten 3 Wochen. Von Wilbur Wetterquarz. Okay, 3 Wochen lang Essen rumstehen lassen muss jetzt aber auch nicht unbedingt sein. Uax. Können wir das irgendwie in den Topf zu dem ekligen Küchenmonster packen? Eine Kaffeekanne aus Blech? Sie wurde schon lange nicht mehr benutzt. Und sicherlich noch nie für Kaffee. Der Kellermeister misstraut antialkoholischen Getränken. Mhm. Die können wir aber auch nehmen. Hm. Die Glut im Ofen hat sie warm gehalten. Der Herd wird nur gelegentlich benutzt. Heute Morgen hat sich der Kellermeister einige Bierwürste warm gemacht. Klar, Bierwürste, was auch sonst. Er mag Bier, okay. Die Sonne steht schon ziemlich tief. Nicht mehr lange, bis es dunkel wird. Zwergen-Fastfood. Aber ich habe keinen Hunger. Mhm. Können wir die Küchenabfälle da reinwerfen? Oder so? Ja, wenn er da jetzt wieder rangeht, dann... Das Rattenzeugs? Oder hier mit der Kanne? Oder genau irgendwas kombinieren? Solange der Schleim dort drin ist, werde ich den Topf garantiert nicht mitnehmen. Den wir aber irgendwie Schleim brauchen. Kann bösartig sein. Böser Schleim!
Böser Schleim. Böser, böser Schleim. Das ist das Zeichen dieser Bastion. Eigentlich sollte hier ein ganzes Bataillon Zwerge stationiert werden. Ein Bataillon besteht aus 7 Kompanien, die wiederum aus 7 Zügen bestehen. In jedem Zug gibt es 7 Gruppen. In jeder Gruppe 7 Zwerge. Zwerge haben eine Vorliebe für die Zahl 7. Ach was. Schneewittchen und die 7 Zwerge. So. Jetzt war ich hier drinne. Da gibt es bestimmt noch mehr zu tun. Aber können wir mit den Küchenabfällen die Ratte schon mal irgendwie locken oder so? Oder nochmal mit ihm schnacken? Betrachte die Rohre. Die Rohre führen durch die Wände und den Boden. Sie sind Teil des zentralen Bierversorgungssystems, das die ganze Bastion durchzieht. Alles klar. Vielleicht müssen wir auch nochmal mit ihm reden. Was ist, wenn ich nach draußen gehe? Da geht's nach draußen. Aber ich kann noch nicht Feierabend machen. Ach so. Erst muss ich den Hausroboter dazu bringen, die Ratte zu fangen. Dieser Hausroboter, wo ist der denn eigentlich? Ich soll die... Ist der da drinne in der Kiste, weil geliefert und so? Mal sehen. Keine Chance. Mit bloßen Händen bekomme ich die Kiste nicht auf. Können wir da irgendwas uns organisieren von ihm? Oder hier, da liegt doch was. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. Hallo. In der Küche lebt bösartiger Schleim. Wissen Sie eigentlich, dass in einem Topf in der Küche bösartiger Schleim lebt? Ja, hat mir heute Morgen eine Wurst geklaut. Und das beunruhigt Sie gar nicht? Na ja, leben und leben lassen, sag ich immer. Solange er nicht ans Bier will. Okay, einfach mal so lange die Küche nicht machen, bis bösartiger Schleim entsteht. Falls das euch mal passieren sollte, wisst ihr jetzt... Ist okay, man muss nicht immer den Abwasch machen, weil der Schleim, der will auch leben. Ja, leben und leben lassen. Wie laufen die Biertests? Ist mit dem Bier alles in Ordnung? Das lässt sich nicht so einfach sagen. Ist eine komplizierte Sache mit dem Bier. Da denkst du, scheint ja gut zu sein. Und plötzlich, boom, ist alles erdig und muffig im Abgang. Hilft alles nichts. Von einem Krug wird man nicht schlau, sag ich immer. Ich soll also einen Roboter auf Rattenjagd schicken? Ich soll den Roboter aus der Kiste auspacken und auf die Jagd nach einer Ratte schicken? Genau. Sollte für dich als Gnom nicht schwierig sein. Ihr habt doch ein Händchen für so technischen Kram. Ich hab's aber nicht so mit Technik. Ich interessiere mich mehr für die geheimnisvollen Mächte der Magie. Na, in jedem Fall ist bestimmt eine Anleitung in der Kiste. Damit sollte es auch für den Herrn Magier nicht schwierig sein. Okay, ein Gnom sind wir, okay. Und sobald die Ratte gefangen ist, kann ich Feierabend machen? Und sobald der Roboter die Ratte gefangen hat, kann ich Feierabend machen? Ja, da kannst du nach Hause und weiterschlafen. Wo sind die anderen Zwerge? Wo sind eigentlich die anderen Zwerge? Die anderen 6? Im Krieg, weißt du doch. Schon seit Jahren ist niemand mehr hier außer mir. Ich halte den ganzen Laden in Schuss. Wenn du nicht wärst, wäre ich vielleicht schon an Einsamkeit gestorben. Ja, witzig. Ja. Haben wir den Krieg denn immer noch nicht gewonnen? Wie sieht es denn an der Front aus? Die Allianz gewinnt doch wohl. Ist ein ganz schöner Schlamassel. Es geht vor und zurück. Und das seit Jahren. Keine Seite kann sich einen Vorteil verschaffen. Na toll. Heute erobern wir Finsterburg. Morgen plündert die Schattenarmee Auenhain. Heute erledigen wir Garok den Finsterschlitzer. Morgen erwischen sie Bella Sonnentau. Zurzeit belagern sie wohl die Festung von Modroga, der alten Erzhexe. Da beißen sie sich aber die Zähne aus. Das kann noch Jahre dauern, bis eine Seite die Oberhand gewinnt. Hoffentlich unsere. Tja, hoffentlich. Es muss ja sehr einsam sein ohne die anderen Zwerge. Vermissen Sie die anderen Zwerge sehr? Naja, ist natürlich nicht viel los hier, das stimmt schon. Früher haben wir jeden Abend ordentlich gefeiert. Steinbeißer und Bolin, der Bär, Beppe und Talin, der konnte jeden im Fingerhakeln besiegen. Im Fingerhakeln? Und natürlich Blind, unser Anführer, mit seinem goldenen Humpen. Jetzt habe ich nur noch dich. Und du bist auch nicht gerade ein großer Partylöwe. Vielleicht kommen die anderen Zwerge ja bald zurück. Tja, und dann erzählen sie von ihren Abenteuern. Was sie alles erlebt haben. Und ich kann da nur zuhören. Ich würde gern Ihre Geschichten hören, wenn ich schon nicht dabei gewesen bin.
Ich soll also einen Roboter fragen. Ich muss weiterarbeiten. Ich kümmere mich dann mal um den Roboter und die Ratte. Jojo, mal zu! Oh Mann, der tut mir aber auch ein bisschen leid hier, der Kellermeister. Brechstange, das ist genau das, was wir brauchen. Eine Brechstange in Zwergengröße. Also ziemlich groß. Nehmen wir. Wenn er will, dass wir die Kiste aufmachen, dann dürfen wir uns auch die Brechstange schnappen. Mal sehen. Wunderbar. Was ist das? Ah, die Bedienungsanleitung. Mhm. Die Bedienungsanleitung. Schauen wir uns doch mal die Bedienungsanleitung an. Flusselfisch. Sukubanisch. Ah, da. Zwergisch. Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines X100 Gnomen-Hausroboters entschieden haben. Füttern Sie den X100 mit den stinkenden Resten Ihrer ekelerregenden Existenz. Kein Brokkoli oder Rosenkohl. Zu den Ratten. Da. Rattenpflege, Rattenaufzucht. Ah, Rattenjagd. Um Ratten oder Ungeziefer aller Art zu jagen, müssen Sie den X100 mit DNS des Zielobjekts füttern. Als DNS-Träger eignen sich Haare, Blut, Schweiß, Popel und andere Dinge. Na gut. Also muss ich den Roboter erst mit Müll füttern, damit er sich anschaltet und ihm als Hauptgang etwas DNS von der Ratte geben. Endlich mal eine unkomplizierte Rattenfalle. Das ist ja kein Problem. Wir haben nämlich schon alles. Los geht's. Mal schauen, wie ihm das schmeckt. Aha, funktioniert. Wie cool. Ups, die Abfälle scheinen dem X100 geschmeckt zu haben. Zumindest schnurrt er nun wie eine Katze. Jetzt muss ich ihn nur noch dazu bringen, auch wie eine zu jagen. Wie witzig. So, hier. Und nun noch das Fell als Quelle für Ratten-DNS. Ah, witzig. Oh. Und weg ist sie. Die kommt sobald nicht wieder. Aufgabe gelöst. Okay, aber die Ratte hätte doch auch längst wieder in ihr Loch laufen können. Wie merkwürdig. Der X100 ist ein ziemlich guter Rattenjäger. Ich hoffe nur, er hält mich nie für eine Ratte. Mhm. Ehrlich gesagt fasse ich da ohne guten Grund lieber nicht rein. Wer weiß, was die Ratte da alles drin versteckt hat. Ja, eben deswegen. Vielleicht vergammelte Nahrung oder bereits verdaute Nahrung. Oder noch mehr Ratten. Mhm. Na gut, dann sagen wir das mal dem Kellermeister. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. So, Rattenproblem erledigt. Die Ratte hat ausgespielt. Ich hab's gesehen. Schon Wahnsinn, was ihr Gnome so austüftelt. Der Ratte durfte auf jeden Fall der Appetit auf meinen Hopf vergangen sein. Die kommt so bald nicht wieder. Darf ich denn jetzt Feierabend machen? Ja, klar. Komm gut nach Hause, mein Kleiner. Wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen. Bis später, Junge. Gut, das ist also Wilbur. Er hat seine Arbeit erledigt und prompt hat er sich wieder abgeschaltet. Ganz schöner Energiefresser, unser Rattenjäger. Oh, ist doch ganz schön hier gewesen. So, jetzt gehen wir mit Wilbur wieder mal raus. Wieder ein Tag vorbei. Und wieder habe ich keine Prinzessinnen gerettet, keine Drachen bekämpft und keine Orks gejagt. Oh. Eine Ratte habe ich in die Flucht geschlagen. Und das nicht mal alleine, sondern mit einem vollautomatischen Roboter. Es braucht wohl etwas mehr, bis meine Statue neben der von Ritter Thilo in der Halle der Helden steht. Aber ich werde es schaffen. Genau. Hey du, Junge, du musst mich hier rausholen. Schnell, bitte. Ich bin entführt worden. Eine Elfe hat mich befreit. Sie wollen...
Oh oh. So glaube mir doch. Ich habe den Schlüssel zu etwas, das den Krieg entscheiden kann. Hör zu, Junge. Es ist zu spät. Siehst du diesen Ring? Er ist der Schlüssel. Bringe ihn zum Erzmagier der Menschen in die Stadt Seefels. Hörst du? Aber... Unser aller Schicksal hängt davon ab! Mist, es hat also nicht geklappt, dass er hier unten einfach... Er ist zwar gut gelandet, aber wurde gleich direkt wieder erwischt und mitgenommen. Aber dafür hat Bilbo jetzt den Ring. Das glaubt mir doch niemand. Ich kann doch unmöglich allein bis ans Meer zur Stadt der Menschen reisen. Ich brauche Hilfe. Ich sollte den Kellermeister um Hilfe bitten. Oder Opa. Der hat für die Allianz gekämpft. Genau. Opa fragen. Betrachte den Eingang des Gnomenbaus. Dann gehen wir mal zu Opa erstmal. Warte. Erstmal können wir uns ja hier umgucken. Betrachte die aufgespannte Plane. Die Planen sollten den Steinmetzen wohl etwas Schutz bieten. Sie müssen einiges aushalten, wenn sie bei Wind und Wetter dort hängen. Sieht schon cool aus. Vermutlich zeigt die Statue einen berühmten Zwergenführer. Aber mit der Geschichte des kleinen Volks kenne ich mich nicht aus. Das ist der Eingang zum Gnomenbau meiner Familie. Wir leben schon seit Generationen hier oben. Deswegen betreten wir jetzt auch einfach mal den Gnomenbau. Ach, ist das schön hier. Hey, mein mechanischer Flugfisch Nemo. Was machst du denn hier? Das ist eines der wenigen technischen Geräte, das ich selbst gebaut habe. Naja, um ehrlich zu sein, eigentlich Vater und meine Schwester. Aber ich habe zugesehen. Oh. Wie so ein krüppeliger Schnatz. Er funktioniert immer noch. Ein solides Stück Gnomentechnologie, möchte ich sagen. Herrlich. Können wir den nehmen? Da komme ich nicht dran. Ach so. Was kann ich denn hier mal machen? Das ist die Steuerung von unserer Wohnraumoptimierungseinheit. Mein Vater hat sie erfunden. Sehr interessant. Ein Blumentopf? Ein Blumentopf mit Blumenerde. Sieht nicht so aus, als ob Mutter etwas eingepflanzt hätte. Vielleicht können wir ja noch irgendwas einpflanzen. Einpflanzen. Die Pflanzen gehören Mama. Sie züchtet eine Menge von diesem Grünzeug. Sie versucht, Pflanzen genetisch so zu verändern, dass sie hier oben in der kalten Bergwelt leben können. Voll cool. Was haben wir hier? Ein Bild an der Wand. Das ist meine Familie. Momentan halten aber nur Opa und ich hier die Stellung. Die anderen sind alle auf einer Technikmesse im Süden. Mein Vater ist Mechaniker und Physiker. Er beschäftigt sich vor allem mit, Dingen. Mutter ist einfach Hausfrau. Und Genetikerin. Das Baby ist meine kleine Schwester Sydney. Ich denke, sie wird auch Forscherin. Sie hat mit einer Rassel und einem Gummiball die Datendurchsatzrate ihres Babyphones verdoppelt. Meine kleine Schwester Maggie ist der ganze Stolz meiner Eltern. Sie beschäftigt sich vor allem mit Robotik. Kampfroboter, um genau zu sein. Opa ist Kriegsveteran und betreibt geheime militärische Forschung, wenn Papa ihn mal in die Werkstatt lässt. Wie es scheint, bin ich als Einziger aus der Reihe gefallen. Ich würde lieber hinaus in die Welt und Zauberer werden. Ein Held wie Ritter Thilo, aber... Naja, bisher fehlte mir der Mut. Ich glaube, der Mut, der wird schon noch kommen bei unseren Abenteuern. Ein Stuhl. Eine Erfindung von meinem Dad. Er nennt es Zeitmessometer. Es unterteilt den Tag in 2x12 Stunden und zeigt an, in welcher Stunde wir uns befinden. Okay. Wir können natürlich wieder raus, wollen wir aber nicht. Das Tor ist Teil von Papas Wohnraumoptimierungseinheit. Dahinter befindet sich so eine Art Parkhaus für Räume. Das ist der Hebel fürs Zimmer meiner kleinen Schwester. Den fasse ich nicht an. Okay, sie konstruiert einen anderen Roboter und hat durchblicken lassen, dass sie ihre Privatsphäre zu schützen versteht. Küche vielleicht? Können wir in die Küche Unsere gehen? Unsere Küche. Getreidemühle. Unsere Getreidemühle. Mutter achtet sehr auf unsere gesunde Ernährung. Wir werden alle einmal groß und stark werden.
Verhältnismäßig. Gnomen verhältnismäßig. Was haben wir hier im Küchenschrank? Ist da was Schönes drin? Hm. Eine hellblau leuchtende Flüssigkeit. Sieht irgendwie ungesund aus. Die nehmen wir doch Meine glatt Mama mal mit. Hat Superdünger draufgeschrieben. Wahrscheinlich eines ihrer Genetikexperimente. Meister Merlins antibakterieller Küchenreiniger und der Schmutz ist wie weggezaubert. Wenn ich doch auch nur zaubern könnte wie Merlin oder ein anderer Haushaltsreiniger. Tja, Bilbo ist auf jeden Fall irgendwie drauf und dran, ein Held zu werden. Mama hat die Messer vorsorglich versteckt. Seit Opas Messerwerfertraining letztes Jahr traut sie uns nicht mehr. Passt ein bisschen komisch, glaube ich. Oh, wir können aber sogar was mitnehmen aus dem Messerblock. Was war das jetzt? Eine Schere? Eine Schere. Sehr schön, haben wir eine Schere, Dünger und den tollen Küchenreiniger. Dann, was war hier noch was? Ach nee, das ist er hier. Benutze den Hebel für fürs Gnomenzimmer und Schlafzimmer. Ich nehme mal das Gnomenzimmer. Das ist mein schönes Zimmer. Voll toll. Vielleicht finden wir ja auch noch was. Den Rucksack mein betrachten. Alter Pfadfinder-Rucksack. Ziemlich robust. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, er könnte größer sein. So ein bisschen kleines Zimmer. Irgendwie nur mit dem Bett und fertig. Ich kann den Rucksack nehmen. Ob ich Taschen und Beutel in den Rucksack stecken kann, um damit seine Kapazität zu erhöhen? Mein alter Tennisschläger. Ich war allerdings nie sonderlich gut. Was haben wir hier noch? Mit dem Tennisschläger könnte man doch hier den kleinen Fisch einfangen. Wofür habe ich die denn mal gebraucht? Tja, weiß ich nicht. Wir benutzen den jetzt mal. Komm mal her, du Fisch. Das wird nichts. Ich könnte ihn vielleicht treffen, aber ich will ihm nicht unbedingt die Flügel brechen. Und wahrscheinlich hast du die dafür benutzt oder so. Ist hier noch was mein drin? Mein alter Pfadfinder-Rucksack. Kannst du den damit fangen? Nein, das geht nicht. Irgendwie muss man den doch fangen können. Komm her. Da komme ich nicht dran. Ja, aber dafür hast du den tollen Schläger. Das wird nichts. Ich könnte ihn vielleicht treffen, aber ich will ihm nicht unbedingt die Flügel brechen. Also brauchen wir bestimmt eher so eine Art irgendwas, was vielleicht, womit wir mit das so als Kescher umfunktionieren können, dann müsste ich woanders so ein Netzzeug suchen. Ich glaube, hier in dem Zimmerchen ist nichts mehr. Dann fehlt eigentlich nur noch das letzte Zimmer. Das ist der Hebel fürs Schlafzimmer meiner Eltern. Ich kann ihn nicht benutzen, solange sie nicht da sind. Ach so. Also geht Gnomenzimmer und das war's. Okay. Dann können wir noch nach unten gehen. Kannst du nach unten gehen? Und abwärts. Okay, ja. Witzig. Halt! Wer da? Hallo Opa, ich bin's. Das glaube ich kaum. Wie lautet die Parole? So, die Parole, was für eine Parole? Die Parole, die sagen wir im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.